Tja, wir haben Ende August. Es ist der 22. August heute. Der Herbst naht, also es ist deutlich zu spüren. Er fängt ja auch bereits in, also für mich fängt der Herbst am 1. September an, nicht am 21. Ist es auch deutlich zu spüren. Das kommt auch hier dem Wetter, wie es normalerweise ist. Diesem Frühling hat es nicht so ganz gepasst. Kommt das dem auch sehr nahe. Und was ist zu tun? Einiges. Bis auch die Ernte natürlich, die geht die ganze Zeit noch weiter, aber die Beete leeren sich ganz eindeutig. Es gibt kahle Stellen, die müssen aufgefüllt werden. Ich mache das mit Feldsalat. Ich habe schon hier, sieht man es vielleicht, da wo die Erbsen waren, ist schon der Rucola. Dann habe ich auch noch mal eine zweite Generation Erbsen, die sind jetzt so groß ungefähr. Die werde ich auch noch mal ernten können, wenn das Wetter mitspielt. Ja, und jetzt werde ich an die kahlen Stellen so nach und nach Feldsalat aussehen. Denn der Weißkohl kommt so nach und nach raus, der Porree muss raus und da ist da nichts mehr. Die Stauden sind auch schon in der Erde, das kann ich auch zeigen nochmal, aber das ist jetzt nicht so spektakulär. Da sieht man ja noch nichts außer einer kleinen Pflanze, die ich angezogen habe. Das ist dann eher nächstes Jahr interessant, ob das gut geworden ist. Ja, die hat jetzt schon dauernd immer so eine Handvoll jeden Tag. Das ist okay, das lässt sich hier gut im Garten naschen, schmeckt auch total gut, aber mehr muss es auch nicht unbedingt sein. Die ersten faulen Äpfel liegen auf dem Boden, also die Schatten werden lang, die Tage deutlich kürzer, die Abende recht frisch, auch die Wiese wird dann feucht, ganz typisch, wenn die Wiese anfängt abends feucht zu werden, ist der Herbst nicht mehr weit. Ich zeige jetzt gerade nochmal, was hier so zu tun ist. Ja genau, die Himbeeren müssen geschnitten werden, das zeige ich aber noch, da mache ich einen extra Beitrag. Da müssen jetzt die einjährigen Ruten, die getragen haben, die müssen unbedingt abgeschnitten werden. Ich habe aber auch ein paar Herbsthimbeeren, die tragen an der einjährigen Rute bereits. Dann habe ich jetzt auch die Erdbeeren mal ausgedünnt, das zeige ich auch noch mal. Das hätte aber schon letzten Monat passieren müssen, da war ich jetzt sehr spät dran. Das mit den Stauden ist eigentlich auch eher eine Septemberarbeit, habe ich aber jetzt schon gemacht, weil die schon so groß waren und sich in ihren Töpfchen auch nicht mehr wohlfühlen. Den Rest zeige ich jetzt auch. Ja, was ich jetzt nicht erwähnt hatte eben, ganz wichtig, das habe ich aber Anfang August schon gemacht. Ich habe es glaube ich auch gefilmt, aber es kann sein, dass ich es schon wieder gelöscht habe, weil ich das jetzt gar nicht verwertet habe. Ich habe die ganzen, hier kommen sie nach, die ganzen Blüten abgeschnitten. Die soll nicht mehr blühen, denn das Einzige, was ich dann davon habe, wenn sie noch blüht, knipse ich jetzt alles ab hier, was hier, die will natürlich wieder, hier überall, das war, ist jetzt zwei Wochen her, jetzt schon wieder hier, kommen schon wieder die nächsten Knospen, macht überhaupt keinen Sinn mehr. Ich kann die dann nur alle wegschmeißen und wenn ich die auf den Kompost tue, habe ich dann die ganzen Tomaten wieder, weil die schmecken auch ab Oktober nicht mehr. Hier, die will auch nochmal. Sorry, geht nicht. Ich bin froh, wenn die alle, die hier hängen, wenn die alle rot werden. Und mein Ziel ist es, und letztes Jahr habe ich das zum ersten Mal tatsächlich auch erreicht, dass also so Anfang, Mitte Oktober die letzten geerntet werden, denn dann kriegt auch die hier die Kraut- und Braunfäule und die Tomaten schmecken nicht mehr so gut. Aber jetzt muss ich hier schon wieder durch, denn die fangen gerade wieder an. Hier hängt noch reichlich dran. War natürlich eine kurze Tomatenperiode jetzt auch. Sie fingen ja einen Monat zu spät an, überhaupt rot zu werden. Und somit gibt es auch einen Monat weniger Tomaten. Denn dass die jetzt noch im Oktober das Wetter so sein wird, das kann ich mir nicht vorstellen, denn es liegt ja auch an den Nächten, die müssen auch noch einigermaßen warm sein. Und trotz der Kälte im Frühling, die auch sehr ungewöhnlich war, glaube ich nicht, dass im Oktober hier noch Sommer ist. So, was habe ich hier noch? Den Rucola. Das ist ein ganzes Rucola-Feld hier. Den kann man ernten bis zum November. Also bis zum Frost ist der zu ernten. Hier kommt auch am meisten Sonne hin. Wenn die Schatten so lang werden, also hier ist schon noch Sonne. Ja, die Salate kommen nach und nach weg. Die lasse ich blühen, die zwei Artischocken, die anderen tragen alle nichts. Das ist hier einfach nicht das richtige Klima für sowas. Hier wollte ich eigentlich sammeln, die Samen, aber hier geht es schon wieder los. Die ganze Rucola hat sich jetzt hier ausgesät. Hier habe ich nochmal Karotten, überall nochmal
auch teilweise Erbsen hin. Kohlweißling macht da an dem Kohl rum. Tja, da wird jetzt so jede Woche einer rauskommen. Der Mangold, der ist ja wirklich, den habe ich jede Woche, habe ich da, kann ich einen Beutel einfrieren. Aber so viel will ich eigentlich gar nicht davon haben. Also nächstes Jahr werde ich nicht mehr so viel Mangold machen, das ist mir einfach zu viel. Kohlrabi hatte ich ja nochmal gemacht, ob die nochmal Knöllchen, so diese, ich weiß nicht. Ich glaube, das wird nichts, die sind so von der weißen Fliege befallen. Und dem war das im Sommer auch, also jetzt hier im Juli, den einen Monat, wo es hier mal warm war, das war denen auch ein bisschen zu viel. Da die Kohlköpfe hatte ich letzte Mal schon, dieses Monster hier, die anderen sind nicht so groß und ich habe auch welche, die fangen gerade erst an sich zu schließen, wie der hier. Der hat Folgesaaten auch gemacht. Und der hier, das gibt einen Zwilling, glaube ich. Der will zwei Köpfe bilden. Naja, mal gucken. So, und der Porree, den hatte ich ja letztes Jahr schon Anfang August rausgemacht. Aber dieses Jahr ist der halt jetzt alles später und er kann auch noch stehen bleiben. Aber ich glaube, ich werde ihn so im Laufe der nächsten Woche, mache ich den mal raus. Hier habe ich auch noch mal Erbsen hin. Das heißt ja immer, Lauch oder Zwiebel und Erbsen vertragen sich nicht. Ich lasse mich jetzt mal überraschen, ob da was dran ist. Hier gibt es auch noch mal einen. Ach so, der andere, den Kohl, den ich abgemacht hatte, der war gar nicht zerfressen, der war einfach nur geplatzt. Und jetzt fangen auch an, die anderen Paprika-Farbe zu bekommen. Hier habe ich eigentlich eine schon, so eine Blockpaprika, eine riesengroße, orangene. Die kann man eigentlich schon abmachen, die kann man einfach so essen, also die koche ich nicht. Nur die unreifen, die mache ich so Ende September alle ab. Die grünen, die schmecken nämlich als Gemüse auch gut. Die gelben esse ich auch alle als Gemüse. Die sind roh nicht so, die sind einfach nicht so süß. Jetzt kriege ich hier hinten nochmal eine rote. Hier sind jetzt auch noch mal Erbsen gelandet. Hier waren vorher die Karotten. Das sind, glaube ich, die roten Spitzpaprika. Vielleicht ist da doch noch mal eine rot geworden. Das sollten hier eigentlich auch so orangene sein, glaube ich. Naja, die meisten sind noch grün, bis auf bei den gelben. Die sind wirklich, aber die sind auch von Anfang an gelb. Die sind nie grün. Jetzt lasse ich sie einfach mal hängen und guck mal, ob sie nicht dann doch roh doch auch ein bisschen süßer schmecken, wenn sie richtig reif sind. Hier sind auch nochmal Kohlrabi. Ich weiß nicht, ob die was werden hier. Nochmal Erbsen. Den Mais jetzt so stehen lassen. Der ist abgeerntet. Können die sich ein bisschen hochhangeln. Ja, die Erdbeeren habe ich jetzt hier wieder ausgelichtet, bis auf die weißen, weil da muss ich, tja, da will ich ja nur eine Sorte behalten. Jetzt weiß ich nicht mehr, welche Sorte ist. Ich weiß nur, dass diese bisschen pelzige hier, das war die mir am wenigsten geschmeckt hat. Die mache ich alle raus. Dann habe ich ja noch diese weiße Walderdbeere, die brauche ich auch nicht unbedingt. Und was war jetzt diese super leckere Ananaskirsche? Da muss ich mal in Ruhe dran gehen und mir das angucken. Und die Auberginen, die sind auch nach wie vor noch. Also die bringen noch einiges. Ja, da hinten am Boden fast. Da wird auch noch mal was, hier auch noch mal. Also die werfen auch noch was ab. Aber das hier bleibt ja auch noch lange stehen. Also das lasse ich alles bis Ende September stehen hier. Die Gurken werden bald aufgeben. Die Bohnen. Oh, was ist hier? Oh nein, oh nein. Wühlmaus. Wühlmaus an der Artischocke. Keine Wurzel mehr. Ein Loch. Und hier gehe ich jetzt wieder. Ich hoffe, dass alles klappt. Denn das war mit Sicherheit kein Maulwurf. Das war jetzt ganz eindeutig. Ich werde jetzt hier genau die Falle auch reinstellen. Mal gucken, ob das so ohne weiteres geht.
wo nicht? Da ist der Gang, da auch. Oh ja. Oh ja. So, da ist der Gang. Richtig großer, tiefer Gang. Was für ein Gang. Jetzt muss ich das natürlich wieder so machen, dass kein Verdacht so geschöpft wird, dass da was nicht in Ordnung ist. Wahrscheinlich ist der Verdacht schon da. Oh Mann, hier geht es auch rein. Da muss ich jetzt was drauflegen. Ist der hier offen? Das wird so nichts werden. Das wird nichts. Das bricht mir alles jetzt zusammen hier und damit werden die da eh nur wieder Erde reinschieben hier. Ich mache das anders. Ich glaube, hier geht einer lang. Jawohl. Oh ja. Puh. Ich hoffe, dass das jetzt... Das klappt ja eigentlich so gut wie nie mit dieser Falle. Geht auch nicht rein. Kann ich vergessen. Bringt überhaupt nichts, was ich hier mache. Wird auch nichts mehr bringen, das weiß ich jetzt schon. Das ist schon vorbei. Das ist schon vorbei. Die werden mir jetzt nicht in die Falle gehen. Das war eindeutig eine Wühlmaus. Sowas machen nur Wühlmäuse. Die haben ja bis hier oben hin, haben die das hier angeknabbert. Also da ist alles weg. Tja, die Wühlmaus ging nicht mehr jetzt. Da habe ich zu viel rumgestochert da. Die kriegt man auch nicht rein. Die Erde ist knochentrocken und steinhart. Ich habe jetzt zwei Helfer hier. Ich habe den Turmfalken, da habe ich das schon definitiv gesehen, dass er eine geschlagen hat. Dann hatte ich letztens hier den Mäusebussard sitzen, da kam ich auch in den Garten und es war riesengezeter wieder, alles hat geschimpft. Dann habe ich mal geguckt, bin erst hier so im Garten und habe nichts gesehen. Als ich zurückkam, habe ich ihn da, ich zeige es gleich mal, da auf dem Dach sitzen sehen. Auf diesem Dach hier, über dem grünen Wasserfass, genau an der Ecke. Ich bin dann schnell, also das heißt schnell, mich dann zu meinem Foto geschlichen. Und konnte gerade noch so ein Foto machen, als er schon wieder wegfliegen wollte. Und habe dann zu Hause in der Vergrößerung gesehen, auf dem Foto dann, dass der was in den Fängen hatte. Und war erst total euphorisch und dachte, ah, eine junge Wühlmaus muss was Junges gewesen sein. Diese Nagezähne war noch ganz weiß. Und dann habe ich ja hier auch jetzt Eichhörnchen. Bin ich jetzt auch gerade am Filmen. Und da ist mir dann doch an der Kopfform aufgefallen, dass... Also ich habe mir das Foto noch mal genauer angeguckt, das sind dunkle Eichhörnchen hier auch teilweise. Also es sind, ich habe immer eins gesehen, ein dunkles, jetzt mittlerweile ist noch ein rotes dabei, das sind beides junge. Vielleicht waren es aber auch zwei dunkle. Ich habe vielleicht nicht immer dasselbe dunkle gesehen, aber zwei auf einmal habe ich eigentlich nie gesehen. Und jetzt habe ich mir das noch mal genau angeguckt, das hat so die Hinterpfoten, sieht man so, es liegt auf dem Rücken. Ich mach das Foto hinten dran. Auch ein Eichhörnchen sein. Und je länger ich mir das angucke, umso sicherer bin ich sogar, dass es ein junges Eichhörnchen ist. Denn diese Füße, die haben so längliche Füße, die Eichhörnchen. Das hat so längliche Füße und der Schwanz, es wird da ein bisschen undeutlich. Ich meine auch, dass da der Schwanz vielleicht so am Boden liegt. Aber die Kopfform, diese länglich schmale Kopfform, das haben die Wühlmäuse nicht. Wahrscheinlich hat er das hier auf dem Dach geschlagen, weil da sitzen die immer und fressen Haselnüsse. Ich habe das gefilmt. Ich werde vielleicht sogar das auch nochmal dranhängen, wenn das nicht zu lange wird. Oder ich mache nochmal einen extra Film über das Eichhörnchen. Und ich fürchte, der Mäusebussard hat ein junges Eichhörnchen gefangen. Aber so ist das halt. So wie ich mit meiner Wühlmausfalle, also im Frühling mal einen Maulwurf gefangen, an der Stelle, wo im Sommer letzten Jahres eine Wühlmaus gefressen hat. Und es ist fast jetzt die Stelle, wo jetzt die Aubergine abgefressen wurde. Also ist da schon wieder eine Wühlmaus. Und das sind keinerlei Aufwerfung. Also daran kann man das nicht erkennen. Man will das nicht, man will auch nicht, dass der Mäusebussard Eichhörnchen fängt, sondern Wühlmäuse. Aber so sieht die Natur das nicht. Der Natur ist das völlig wurscht. Da zählt natürlich ein Eichhörnchen genauso viel oder wenig wie eine Wühlmaus oder ein Maulwurf oder ein Mensch.
Aber es geht halt wieder los jetzt. Ne? Das ist auch ein typisches Zeichen dafür, dass der Herbst nicht weit weg ist, wenn hier wieder die Aufwerfungen losgehen und auch die Maulwürfe sind wieder aktiv. Das kann ich auf der Wiese kann ich das sehr gut sehen, wenn die Hügel sind. Aber im Beet, wenn keine Hügel sind, also wie soll man das feststellen, ob das jetzt ein Maulwurf oder nicht? Jetzt habe ich ja die Wühlmausfalle hier hingestellt, direkt nicht da, wo gestern die Tote war, die schon ganz abgefressen war, sondern eine, die nur die Blätter hängen lässt, die noch nicht ganz tot ist. Jetzt hat es gerade gewittert und jetzt ist sie zu. Wahrscheinlich ist eh nur Erde drin. Es donnert noch ein bisschen. Jetzt ziehe ich sie mal raus. Mal gucken, was drin ist. Ist nichts drin. Da ist was drin. So, ist das jetzt eine Wühlmaus oder ist das jetzt ist was Kleines? Eine junge Wühlmaus. Das ist jetzt ein kleines Exemplar. Wie ich vermutet habe, sind die Jungen jetzt gerade unterwegs. Das ist wirklich noch eine kleine Wühlmaus. Was aber, die haben aber auch so lange Füße. Vielleicht war das doch auch eine Wühlmaus auf dem. Ja, das könnte sein. Hoffentlich, die der Bussard hatte, ja. Guck mal die Zähne. Ja, die sind. Aber guck mal, das ist. Aber verglichen zu diesem Exemplar, was ich vor ein paar Monaten hatte, ich glaube Anfang Juni oder Juni irgendwann, oder Anfang Juli war das vielleicht sogar, ist die ja winzig. Das ist ja wirklich eine kleine. Und die hat es ja gerade eben erst erwischt, aber das ist die, die jetzt meine Aubergine umgebracht hat. Und deswegen muss ich ehrlich sagen, ich habe kein Mitleid, die ist auch tot, eindeutig. Also die hat einen Knickbruch, ist nicht verletzt worden. Die ist wirklich winzig, hat auch ganz kleine Zähnchen. Das ist eine junge Wühlmaus. So. Der Blumentopf ist vielleicht zu irritierend, das weiß ich nicht. Vielleicht liegt die Konzentration jetzt auf diesem Blumentopf, aber ich denke mir, von allen hohen Bäumen, wo der Turmfalke und auch der Bussard sitzen können, die gucken da bestimmt hin, wenn die das sehen. Aber es kann auch sein, dass sich die Krähe oder die Elster sich die holt. Ich könnte jedenfalls wetten, dass die morgen weg ist. Wenn es jetzt noch mal regnet, wird es zu nass, das ist ein bisschen blöd, aber das letzte Mal hat es auch geregnet, als ich die gefangen habe. Das war ja eine wesentlich größere. Und die hat auch diese länglichen Pfoten. Deswegen bin ich mir jetzt gar nicht mehr sicher, ob der nicht doch vielleicht eine Wühlmaus gefangen hat, der Bussard. Aber naja, ich glaube immer noch eher, dass es ein Eichhörnchen ist. Ich hänge das Foto ja hinten dran jetzt.